ein kleiner Klick für mich, aber das totale Chaos für meine Bewohner. Damit herzlich willkommen zu SimCity, ja, theoretisch 2013. Ich hab's mir denn auch mal gegönnt, in der Hoffnung, mich als Bürgermeister und strenger Politiker austoben zu können. Und ohne viel Gequatsche starten wir direkt eine neue Runde. Wir joinen keinem bestehenden Spiel, wir öffnen seins eigenes. So ein bisschen habe ich schon hin und her geklickt und habe mir das ein oder andere mal angeguckt, aber im Prinzip bin ich total ahnungslos. Die Karte hatte ich mir ausgesucht für meine Tests. Wir nennen es jetzt einfach mal Kraios Let's Play. So, machen wir erstmal eine private Region. Ich weiß nicht, ob man das später dann wieder ändern kann, aber ja, da ich hier sowieso keine Freunde im Origins-Kreislauf-Dingsbums habe, scheiß drauf. So. Kaios Let's Play, private Region, kein Baukasten, Stadt beanspruchen. Ich hatte mir hier oben dieses schöne Ölgebiet ausgesucht. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, ob uns das was bringt. Und damit starten wir mal in Schöpfland. Dann schauen wir uns unser Gebiet mal an. Erstmal gehen wir auf Pause. Ja. Okay, zumindest haben wir keine großartigen Berge und ähnliches. Das heißt, wir können uns theoretisch vollkommen austoben. Und als erstes würde ich gerne mal wissen, von wo der Wind kommt. Das habe ich nämlich in einem der Testläufe mal gesehen. Der Wind weht Richtung Autobahn. Das heißt, die stinkende Industrie würde ich gerne hier oben hinbauen. Und ja, mit dem Rest, ich würde sagen, das improvisieren wir einfach. 50.000, ich werde es ab jetzt Dollar nennen, Leute. Ich habe keine Lust, mir jedes Mal mit diesen Simoleons die Zunge zu verknoten. Straße mit hoher Dichte, Hauptstraße mittlerer Dichte. Wir ziehen einfach mal eine Hauptstraße hier lang. So. Oh, war doch ganz schön teuer. Gut, da oben hätte ich gerne die Industrie. Hier unten hätte ich dann gerne so ein Kreiselding. Da würde ich nachher gerne... Ich weiß gar nicht, was wir da reinsetzen. Dieses Rathaus könnte man da reinsetzen. So, jetzt wüsste ich ja gerne, kann ich denn hier... Oh. Nee, ich würde gerne nach unten weg. Ich würde jetzt gerne diesen äußeren Ring ziehen. Na gut, schauen wir uns mal an. Machen wir halt erstmal gerade Straßen. So. Und so. Ja, erstmal hier so ein bisschen die Gebiete abstecken. So. Ja, ist doch schick. Da ziehen wir jetzt einfach mal das. Können wir den hier anschließen? Jawohl. So, dann haben wir da nämlich schon mal das erste. Ich habe keine Ahnung, was Gebiet. Müssen wir mal gucken, was wir damit anstellen. So. Dementsprechend würde ich das hier gerne mehr oder weniger symmetrisch aufziehen. Was mir diese Linien jetzt im Einzelnen sagen wollen, verstehe ich allerdings auch noch nicht so ganz. Egal. Wir ziehen erstmal hier... Ach ja. So. Angeschlossen sind wir. Wunderbar. Das heißt, wir können hier unsere Wohnhäuser hinziehen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann kümmern wir uns gleich um Strom. Oh, da fehlt uns ja ein Stück Straße. Himmel, Herrgott, nochmal. Stromversorgung und ähnliches werden wir uns im Anschluss kümmern, aber erstmal wollen wir natürlich unseren Bürgern ein wenig Wohnraum zur Verfügung stellen. So, machen wir hier nochmal so ein bisschen. Machen wir erstmal ordentlich was an Wohngebieten. Ja, komm, dann machen wir das jetzt hier voll. Da noch. Gut, damit haben wir die ersten Wohngebiete. Hier unten werden auch schon die ersten Gebäude gebaut. Jetzt hätte ich natürlich gerne... Was
Weiteres wie ein Gewerbegebiet. Machen wir das so. Ja, sieht doch ganz schnieke aus. Dann ziehen wir uns hier einfach Shops rein. Shop Sui. Das gleiche könnten wir eigentlich auf der Gegenseite auch machen. Das ist wahrscheinlich das totale Chaos und der ein oder andere erfahrene Sim... So. Ja, wohl nicht wahr sein. Das hier. Dass es zumindest gleich aussieht. Aber so viel Geld haben wir auch schon nicht mehr. So, ein bisschen Shopping. Na, kann sich doch eigentlich sehen lassen. So haben wir... Wohngebiet hier unten. Wir haben ein bisschen wenig Wohngebiete jetzt im Vergleich zu... Da oben. Zack. Zack. Oh. So. Jetzt sieht es einigermaßen gleich aus. Wir brauchen Wascher. Das ist natürlich sehr schön. Ja, wir hauen den mal hier ins Gewerbegebiet. Scheiß der Hund drauf. Das Wasser sollte ausreichen. Gut, wir gehen mal eine Geschwindigkeitsstufe höher, damit das hier einfach ein bisschen flotter vonstatten geht. Ja, ihr kriegt ja Strom. Was machen wir denn mit Strom? Kraftwerk. Wir könnten ein Kohlekraftwerk bauen. Hatten wir Kohle hier? Ne, wir hatten nur Öl, ne? Ölkraftwerk. Verbrennungsrate 864.000 Barrel am Tag. Aber dann muss ich ja theoretisch erstmal Stromkarte, Luftverschmutzung. Dann würde ich jetzt gerne mal sehen, kann ich mir hier Öl anzeigen lassen? Öl. Oh. Ja, klasse. Wir sollten uns vielleicht doch nicht zu Beginn auf das Ölkraftwerk stürzen. Weil sonst müsste ich jetzt hier irgend so eine Ölpump-Dingsbums. Wo finde ich sowas überhaupt? Wo könnte ich denn jetzt Öl abbauen? Macht der das von alleine? Ich glaube ja wohl eher weniger. Wasser, Abwasser, Verwaltung, Müllentsorgung, Feuer, Gesundheit, Polizei, Bildung, Verkehr, bla bla bla. Ja gut, anscheinend gibt es hier nichts. Na gut, wir nehmen erstmal Windkraftwerk. Setzen wir da oben so fertig. Dann können wir nämlich auch direkt mal hier die Industrie. Da wir die hier nicht ziehen können, nehmen wir mal hier. So. Zack. Zack. Oh. Ja, wir sind ein wenig pleite. Wir haben es, glaube ich, da unten mit den Straßen ein wenig übertrieben. Aber so ein bisschen Industrie braucht unsere Stadt ja auch. Wir kriegen immerhin so ein bisschen was pro Stunde dazu. Also drehen wir mal die Geschwindigkeit wieder auf. Was war das? Lama-Tempo? Genau. Gut. Dementsprechend müsste auch der Strom mittlerweile bei den Bürgern ankommen. Sehr schön. Ein bisschen Strom kommt an. Spielhalle, bla bla bla. Ja, wenn jetzt der Strom auch hier hinten ankommt. Ja, langsam aber sicher. Gemeindehaus. Okay, so ein, zwei Häuschen haben noch keinen Strom, aber... So, was haben wir? Es gibt so viel Verkehr in der Stadt, vielleicht sollte Bürgermeister ein öffentliches Transport... Was, jetzt schon? Willst du mich verarschen? Ich baue doch jetzt nicht schon hier Bushaltestellen. Aber wir können mal hier das Gemeindehaus bauen. Zack. So. Jetzt können wir, glaube ich, auch theoretisch unserer Stadt einen Namen geben. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister. Ihre harte Arbeit hat sich gelohnt. Ihre Stadt aufgebaut haben, können Sie ihren Namen geben. Ja, ich würde sagen, wir lassen erstmal Schöpfland. Ja, lassen wir. Lassen wir das mal auf Schöpfland warten, bis wir ein wenig Geld bekommen. Und ziehen hier die Straße erstmal weiter.
So, dann können wir jetzt hier nämlich noch ein bisschen Industrie dran setzen. Ich habe ehrlich gesagt immer noch keinen Schimmer, was ich hier eigentlich tue. Was will er? Hoher Bedarf Industrie. Ja, ich arbeite doch dran. Dann können wir nämlich gucken. Ich glaube, wir setzen die Straße mal direkt fort. Ah ja, Straßen sind aber auch teuer, ehrlich. Na komm schon. Na, bis hierhin könnten wir es uns leisten. Sehr schön. So. Dann können wir nämlich hier unseren Industriepark erweitern. So, die Leute wollen auch noch ein paar Wohnhäuser mehr. Aber das machen wir gleich. Sieht doch an sich ganz schnieke aus. Hier Abdeckung der Stromversorgung. Kohlebergwerk. Ja, aber ich will ja kein Kohlebergwerk bauen. So, was sagt denn unser Abwasser? Okay, gut, das Ding müssen wir jetzt auch mal bei Gelegenheit bauen. Wir könnten es hier oben direkt neben das Windkraftwerk. Naja, wir setzen es mal ein bisschen weiter weg. Wir setzen es hier mal hin, damit die Scheiße abgepumpt wird hier. Na komm schon. Geld. Wir kriegen 1500 pro Stunde. Das ist nice. Okay, und anscheinend kommt das auch wirklich immer zur vollen Stunde, aber es reicht noch nicht. Gut, unsere Bewohner hätten gerne noch mehr Wohngebiet. Dann müssen wir mal schauen. Ja, ich will halt diese Feldwege hier nicht bauen. Das ist irgendwie... Ja, ich weiß, es ist nicht wirklich ein Feldweg, aber es sieht halt so ein bisschen danach aus. So. Ja, das ist doch eigentlich ganz schnieke. Können wir direkt hier runterziehen? Dann können wir hier nämlich nochmal so ein paar... Sehr schön. Wohngebiete kann ich hier eigentlich irgendwie direkt sagen, hier auffüllen. Nee, das geht anscheinend. Gut, Gewerbegebiete fordern sie nicht, aber en masse Wohnungsgebiete, also Wohngebiete meine ich natürlich. Gut, 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 gut. Was haben wir denn da? Wir können hier eigentlich nochmal kaputt machen. Denn dadurch, dass wir jetzt da ein, zwei Häuschen abreißen, können wir nochmal... Was? Sind wir schon wieder pleite? Oh. Kosten der Scheiß, ey. Ach komm. Ehrlich jetzt mal. Die paar Dollar da. Das kann ja jetzt wohl nicht der Stress sein. Ja, ich hatte heute Morgen schon mal so ein Halbstündchen aufgenommen. Allerdings war das auf einem der alten Server. Ich glaube Ozeanien 1. Der jetzt aber dann auch wieder nicht erreichbar war. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, dann lockst du dich doch einfach mal auf dem Ozeanien 2 ist es, glaube ich, wo wir jetzt im Moment sind. Lockst dich da ein. Schaust mal, was du so findest. Jetzt würde ich gerne die Straße hier rüberziehen. Boah, Hammer. Hammer. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Platz so ein Gebäude zwangsläufig nach hinten oder nach vorne braucht. Ich denke mal, je mehr Platz die haben, umso größer können sie im Endeffekt werden. Was haben wir denn da? Shuttlebus-Depot? Nee. Feuerwehr, nö, kümmern wir uns drum, wenn es brennt. Was haben wir da? Müllentsorgung. Ja, das sollten wir bei Gelegenheit dann mal machen. Weiß ja nicht, wie es aussieht im Moment. Im Moment produzieren unsere Bürger einfach noch keinen Müll. Und unser Rathaus möchte was von uns. Es heißt, so ein verrückter Kerl namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Maxis Man, wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihm den richtigen Rahmen für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. Ja, was? Sorgen Sie dafür, dass die Zahl der Einwohner bei 2500 liegt. Das kriegen wir wohl hin. Ja, ich habe die Limited Edition von SimCity. Da gibt es halt dieses Helden-Schurken-Paket mit dabei. Anscheinend scheint es hier den Superschurken Dr. Wu zu geben, der alle Sims in den Abgrund reißen möchte. So, hier könnte ruhig ein bisschen mehr kommen. Mal eben einen Schluck Kaffee trinken, ja, entschuldigt.
lecker, lecker. So, gut. Ein bisschen Geld haben wir. Dann können wir eigentlich den Industriepark erweitern. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, hier ziehen wir auch mal so eine schmale Spur. Ist, was habe ich? Zu wenig Kunden? Müssen wir gleich mal gucken, was er sagt. Berggebiete haben nicht genug Kunden. Weisen Sie mehr Wohnungsgebiete aus, um weitere Käufer anzulocken. Ja, ey Leute. Ist ja wohl jetzt, ne? Das reicht noch nicht? Komm. Jetzt aber mal hier, ne? Butter bei die Fische. Wir können ja gucken, ob wir das Wohnungsgebiet so ein bisschen aufpimpen können. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch. Ja, knallen hier mal so einen Basketballplatz rein. Dann werden die Leute ein bisschen fröhlicher. Was haben wir denn hier? Park mit geraden Pfaden. Können wir den hier so? Ja, da wird nur das eine kaputt gemacht. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, wie war das jetzt hier? Luftverschmutzung auf dem Vormarsch. Gucken wir doch mal. Luftverschmutzung müsste das hier sein. Ich vermute mal, ja. Arschlecken. Mir doch egal, das ist halt Industriegebiet. Da kann meinetwegen verschmutzt sein, so viel es will. Ja, ich weiß, dass ihr Wohngebiete wollt. Menschenskinder. So. Was? Ist schon wieder kein Geld mehr? Bauen. Ah, da wird's gehen, da nicht. Man da nochmal einen Schritt zurückgehen? Ich weiß das gar nicht. Ja, gut. Ja. Aber dann machen wir das halt ein bisschen schräg. Wie sagt man so schön, schief ist Englisch und Englisch ist modern. So. Leichte Schräglage. Egal, wir bezeichnen es einfach als Luxus Beach Resort. Na komm schon. So. Habt ihr jetzt langsam mal genug Wohngebiete? Leck mir am Arsch, sind die anspruchsvoll. Wie viele Wohnungen soll man denn hier hinkleistern? Achso, ah, da fehlte nur ein Stück. Ein Bild selber. Wollen wir da nochmal ein bisschen. So. Hatten wir das jetzt schon gekennzeichnet? Ja. Okay. Nachfrage Wohngebiet. Ey, Leute. Warum funktioniert das Abwasserding nicht? Ach, wir konnten es uns ja vorhin nicht leisten. Hahaha, ha, ha, warum sagt mir das denn keiner? Dann müssen wir mal schauen. Wir wollten es ja hier so hinsetzen. Zack, so. Ich habe nur wenig bei mir im Garten. Wir haben noch einmal schießt das ein schwarzes, klebriges Zeug aus dem Boden. Ja, wir haben halt sehr viel Öl. Nicht genug Fabrikarbeiter. Ich habe Rohöl gefunden. Ich bin reich. So. Gibt es denn hier... Was sagt denn die Gesundheit? Weil die Krankenregion hier unten wird ja angezeigt. Oh, da ist jemand krank. Gut, wäre jetzt nicht so tragisch. Aber da ist jemand verletzt. Also wir sollten definitiv jetzt so langsam mal ein Krankenhaus bauen. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier haben wir mehr Wohngebiete. So. Wunderbar. Jetzt habt ihr eure Dreckskrankenhäuser hier, Mann. Was haben wir denn hier? Ach so, das ist eine Klinik. Okay, Entschuldigung, wir haben kein Krankenhaus gebaut. Attraktive neue Häuser in der Stadt zu verkaufen. Sprechen Sie mit Ihrem Immobilienmakler. Besser nicht. Alles Verbrecher. Ah, okay. Da jetzt hier wieder gebaut wird...
Sind das jetzt Gebäude-Upgrades? Okay. Okay, durch die Nähe zum Krankenhaus, Park und allem. Hier kommt genug Wasser aus der Leitung. Das ist doch schön. Okay, ja, sieht doch ganz putzig aus. Da haben wir unseren Park. Einen geraden Faden. Hier, du da unten. Heißt nochmal, wenn man das einstellt. Naja, egal. Verabschieden wir uns mal von dem Sim, da muss ich wohl nochmal ein bisschen an den Details rumkratzen. Warum ist der Boden hier eigentlich so dreckig? Gut, was sagt denn unsere Bevölkerungszahl hier ein bisschen? Was brauchen wir noch? 2080, wir kriegen 3000 pro Stunde. Da kann man ein bisschen was mit anstellen. Und das erste, was wir anstellen sollten... Oh. Achso, falsch. Nee, wo wollte ich denn? Da wollte ich hin. Das erste, was wir gleich machen sollten, ist eine Schule zu setzen. Wo setzen wir die? Können wir eigentlich hier hinten mal so hinsetzen? Komm, wir pflanzen die direkt mal hier hin. Geschlossen. Die Eltern bitten Bürgermeister Kreis LP eindringlich, die Bildung zu unterstützen. Eine Universität könnte Studenten aus der ganzen Region anlocken. Ja, Leute, wir haben gerade mal genug Geld für eine Schule. So, Bushaltestellen. Okay, das müsste der Einzugsbereich der Schule sein. Und das hier sind ja alles noch Wohngebiete. So, dann setzen wir hier nochmal eine hin. Und ihr kriegt hier auch ein oder zwei, so. Bisschen Geld ausgegeben, aber damit ist die Schule zumindest. Zwei Schulbusse sollte eigentlich reichen. Sims im Unterricht, keiner. Das macht natürlich einen guten Eindruck. So, jetzt so langsam füllt sich die Schule, füllt sich mittags. Geht ja nur um 6 Uhr los und um 13 Uhr kommen mal die Schüler. Hier ist ein wenig viel los auf dem Streckenabschnitt. Jetzt weiß ich, dass man... Ha! Mit mittlerer Dichte. Machen wir hier auch mal, weil die hier irgendwie alle durchtuckern. So, damit haben wir den Verkehrsfluss ein wenig aufgelöst. Voll immer noch ein Arsch voll Wohngebäude. Mein Gott. Müssen wir mal gucken, dass wir hier eventuell... Wie kriegen wir das denn hier verknüpft? So, müssen wir mal Schräglage... So. Gut, dann ziehen wir die hier rüber. Ja, sieht doch schon fast schick aus. Jetzt ziehen wir die so. Na. Gut, da haben wir doch schon mal wieder ein bisschen was... Es wird halt eine... Ja, zu wenig Kunden. Ich arbeite dran. Ja. Mehr Wohngebiete braucht das Land. Mehr Wohngebiete. So, 1900. Waren wir nicht gerade schon bei 2000? Mal so... Besucher. Ja gut, der Tourismus bei uns ist jetzt noch nicht so hoch. Jobs gesamt. Mittelschicht, bla bla bla. Bla 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 bla. Naja gut, wir brauchen definitiv noch ein paar Bewohner mehr. Was können wir denn da noch tun? Polizeiwache brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht, oder? Nee, da ist noch alles im grünen Bereich. Bildung sieht doch wie nicht angemeldet. Ihr Dreckspack. Was ist denn hier mal mit Schulpflicht? Wenn sie uns bis zu 2500 Einwohner beschaffen, können wir eine Kleinstadt gründen. Damit sollte ein Rathaus kommen. Auf geht's. Mach ich. Haben wir ja schon fast. Hat der nicht was von 2500 gebrabbelt?
Arschloch, da hat er uns genatzt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir... Ich glaube, wir erweitern echt das Wohngebiet noch mal ein bisschen. Anscheinend brauchen wir da deutlich mehr. So. Hier ziehe ich jetzt mal... Also ich shifte jetzt mal, um einfach hier eine gerade Straße zu setzen. Ist das dann gerade? Nicht wirklich, oder? Ich glaube, bei Shift geht er einfach nur an den nächsten Ankerpunkt. So. Dann machen wir das mal so. Gut, die Schule, der lassen wir noch ein bisschen Spielraum, da man die ja noch erweitern kann. Gut, jetzt haben wir theoretisch die Anwohneranzahl für Maxis Man erfüllt. Aber... So, hier würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen pimpen. Hohe Baumreihe. Aha. Ja, komm, die knallen wir einfach da mal mitten rein. Dann gibt es hier noch einen doppelten Gehweg. Nee, der ist zu lang, machen wir den hier. So, einfach um hier so ein bisschen die Region interessanter zu machen für unsere Bürger. Denn ich bestehe auch darauf, dass bei meinem Wohnhaus in der Nähe ein doppelter Gehweg ist. Anscheinend diese schmalen Stücke werden dann nur in eine Richtung gepflanzt, hätte ich beinahe gesagt. Wie geht's dir denn? Ich bin in dieser Stadt so erfolgreich, dass ich bald renovieren kann. Ja, das ist doch mega phänomenal. Es gibt tolle Läden zum Shoppen. Wir lieben die neuen Gebäude der Stadt, was mich unglücklich macht. Hier lebt es sich nicht gerade gesund. Oh, wir haben nur hier so ein Krankenhaus. Oh, oh. Wir müssen das erweitern. Haha. So, erstmal kriegt der hier so ein Krankenwagen-Ding. Was haben wir hier? Patientenzimmerflügel. Na, wir ziehen einfach mal direkt zwei Krankenwagen nach. Eine Tote pro Tag. Ja, das ist okay, kann man mitleben. Ein Toter pro Tag ist definitiv akzeptabel. Ja, jetzt kannst du aufhören zu jammern. Hier lebt es sich nicht gerade gesund, hier lebt es sich nicht gerade gesund. Ja, ich arbeite dran, aber ich brauche Knete. Ihr müsst mehr Steuern zahlen. Aha, der Bürgermeister. Jetzt verstehe ich den Witz. Was hat er hier? Ja, dann geht er zum Arzt. Reicht denn ein Einzugsbereich nicht? Haben die überhaupt einen Einzugsbereich? Keine Ahnung, wohin das Abwasser fließt. Ich bin nur froh, dass es weg ist. Ja, das ist definitiv... Eigentlich ganz schnieke so mit den Dings hier und so. Weiß jetzt nicht, ob wir dann gleich da direkt nochmal einen Flügel dran setzen, weil die sind quasi... Patienten in Behandlung, Aufnahmekapazität. Ja, die sind quasi ausgelastet. Und wir müssten da unbedingt einen Krankenflügel dran setzen. Wie sieht es hier bei euch aus? Gestern unterrichtet immerhin 34 Sims. Naja, Bildungsinteresse ist bei uns wohl nicht so. Standort für Großprojekt, Regionsansicht, Spezialisierung wollen wir jetzt noch nicht. Schon mal zu einer Monster Truck Rally. Sollten ein Messegelände aufstellen. Mache ich. Nehmen wir auch mal an, die Quest. Stellen Sie ein Messegelände auf, planen Sie auf dem Messegelände ein Event und setzen Sie es um. Okay. Was ist das Messegelände? Öffentliche Transportmittel, Parks? Nee. Zu was gehört denn... Allgemeine Hochschule, Gymnasium, Universität. Ich weiß nicht, zu was jetzt explizit das Messegelände gehört.